wie war das möglich? Wie konnten Kommunistinnen, die eigentlich angetreten waren, Herrschaft abzuschaffen, dann plötzlich Herrschaft wieder rekonstruieren? Eine Antwort, die paradox ist, die irgendwie gefährlich ist, aber eine Gefährlichkeit, der wir uns stellen müssen, ist, dass gerade dieser revolutionäre Messianismus, gerade diese revolutionäre Begierde, also die Überzeugung, dass die Revolution vor der Tür steht und dass sie machbar ist, genau diese Überzeugung, die heute so extrem irreal erscheint und geradezu absurd, dass auch diese Überzeugung, dieser feste Glaube, die Leute dazu gebracht hat, an einer Partei festzuhalten, der sie eigentlich mit ihrem kritischen Bewusstsein schon lange angesehen haben, dass sie nicht das realisiert, was sie sich von ihr erhofft hatten. Aber sie waren so überzeugt davon, dass die Revolution vor der Tür steht und dass sie auch nur auf diesem Weg erreicht werden kann und dass nur, wenn sie bei der Partei bleiben, sie Teil dieser historischen Kraft bleiben können, dass sie sich dann immer wieder dazu entschieden haben, bei ihr zu bleiben. Ein zweites, sehr, sehr wichtiges Argument ist das des Freund-Feind-Schemas, ist das der befeindeten Linien, das ja auch eine ganz starke historische Realität hat, sowohl in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus als auch in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Imperialismen bis dann hinein zum Kalten Krieg, wo ja diese Ost-West-Linie diese Dichotomie nochmal wiederholt hat, die in der Geschichte vorher schon die ganze Zeit anwesend waren. Und innerhalb dieser Bedingungen erscheint zumindest jede Kritik, die am eigenen Lager, an den eigenen Genossen geübt wird, als potenzieller Verrat, als potenzielle Parteinahme auf der Seite der Feinde. Unter diesen Bedingungen, wenn diese Setzung akzeptiert ist, und es ist unter spezifischen historischen Bedingungen sehr schwierig, sich gegen diese Setzung zu stellen, ist es dann sehr schwer, sich zu distanzieren oder gar komplett zu verabschieden. Das sind zwei mögliche Erklärungen. Eine dritte ist natürlich auszugehen auch von der historischen Genese dieser spezifischen Partei und ihrer Subjekte. Die Subjektivität in den Blick zu nehmen und natürlich zu erkennen, dass diese Subjekte nicht nur in der Revolution geschaffen wurden und nicht nur auf dem Papier, nicht nur in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, aus der sie entstammen, sondern eben genau auch von dieser Gesellschaft. Man hat eigentlich eine vierfache Wurzel, einmal der orthodoxen Kirche, die in Russland ja sehr stark war und die in ihren Ritualen und ihren alltäglichen Religionen bis hinein in die Parteipolitiken auch der 30er Jahre sich verfolgen lässt. Dann der Zarismus, dieser extreme Autokratismus, auch schon Zentralismus mit seiner Geheimpolizei, die, könnte man sagen, in der Tscheka, im NKWD fortlebt. Und dann natürlich aber auch die Bedingungen des Bürgerkrieges und des Krieges, diese zweifache Gewaltexzess, in dem die Revolution entstanden ist, der wiederum Subjektivitäten geprägt hat, indem er eine extreme Abstumpfung gegenüber Gewalt den Subjekten angetan hat, beziehungsweise die Subjekte sich selbst diese Abstumpfung antun mussten, um die Revolution gegenüber der Konterrevolution zu verteidigen, die ja auf den Fuß folgte. Ja, soweit Bini Adamczak, und genau da setzen wir nun an, bei einem einführenden Blick zurück auf den Verlauf der russischen Revolution, auf ihre Ursachen, auf ihre Folgen. Dazu begrüße ich am Telefon Christoph Jünke. Christoph Jünke ist Historiker, ist Autor, Herausgeber zahlreicher Bücher zur Thematik. Das aktuellste Marxistisch-Stalinismus-Kritik im 20. Jahrhundert ist vor ein paar Wochen erschienen. Der lange Schatten des Stalinismus, ein weiteres Buch, das ist schon 10 Jahre her. Hallo Christoph. Hallo. Es soll uns jetzt erstmal um eine Art Einführung gehen, Einführung in die Geschichte und auch in die Theorie der russischen Revolution. Vielleicht zuerst ein Blick in das Russland vor 1917. Was waren denn die Ursachen dieser Oktoberrevolution? Es gibt ja Leute, die sagen zum Beispiel, es war eine schiere Verzweiflungstat der Menschen. Wie würdest du das einschätzen, die Situation vor 1917 in Russland? Ja, in der Tat haben Revolutionen generell in der Geschichte natürlich nicht zuletzt und vor allem sozusagen indigene Ursachen, also nationale Ursachen. Und das ist natürlich die Frage, wie Russland vorher ausgesehen hat. Das kann man aber nicht davon trennen, dass 1914 Krieg ausgebrochen ist, weil diese Revolution eigentlich fast mitten in diesem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Gesellschaft im Krieg. Russland verliert die Schlachten als europäische Großmacht. Die ist nicht vorne mit dran. Schlachten verlieren heißt, die Soldaten werden umgebracht, die Leute sterben für nichts, für scheinbar nichts. Das weckt Unmut und da kommt ganz viel aufgestaute alter Unmut wieder hoch. Und das ist natürlich der Unmut von vor 1914. Und das ist eben die russische Gesellschaft, die zwar damals eine der großen europäischen Großmächte gewesen ist, also eine der, wie wir es heute nennen, Global Players, aber eben eine doch recht rückständige,
Bini Adamczak hat das schon gesagt, ein autokratisches System, eine absolute Monarchie. Die anderen europäischen Großmächte, England war eine repräsentative Demokratie, Deutschland und Österreich-Ungarn waren sozusagen so halb feudale, halb repräsentative Regime, und Russland war eben eine absolute Monarchie, das vom Zaren und vom Zarismus geprägt, das heißt eben auch vom Feudaladel geprägt, von einem alten, fast noch mittelalterlichen Feudaladel mit einer breiten bäuerlichen Mehrheit. Die Bauern lebten noch überwiegend in ebenso mittelalterlichen Verhältnissen, also starke soziale Armut, starke soziale Polarisierung. Aber das ist sozusagen die eine Seite, Russland als rückständiges Agrarland. Die andere Seite ist, weil es eine europäische Großmacht war und eine verspätete Industrialisierung durchgemacht hat, hat es diese Industrialisierung auf eine ganz besondere Art und Weise durchgemacht. Und das heißt, hat innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnte die hochmodernste Industrie, nämlich das, was für den Kriegführen zuständig ist, hat sie sozusagen importiert mit Hilfe von westeuropäischem Kapital. Das hat zur Folge gehabt, dass in wenigen Kerngebieten Russlands sehr moderne, große Städte, urbane Fabriken mit dem entsprechenden Fabrikregime entstanden sind und damit eben auch ein sehr modernes, radikales Proletariat, was eben noch teilweise in der Bauernschaft wurzelte, aber eben vergleichbar lebte wie in Westeuropa in den großen industriellen Zentren. Und dass diese Ungleichzeitigkeit mit all der Ausbeutung, mit all der sozialen Armut, mit der politischen Entrechtung dieser Monarchie hat einfach ein Klima des gesellschaftlichen Unmuts produziert, das sich schon vor dem Ersten Weltkrieg auch schon in Revolutionsversuchen niedergeschlagen hat. Und das ist eben dieser ganze Komplex, sozial, politisch und ökonomisch, der hat sich zugespitzt später dann und ist dann während dieses Weltkriegs, als die russische Armee eben wieder zunehmend verloren hatte und die Leute starben wie die Fliegen auf den Schlachtfeldern, wo die Leute, und das waren die Soldaten, waren überwiegend Bauern natürlich, haben gesagt, wozu muss ich mich hier umbringen lassen, ich will nach Hause, ich will sozusagen zurück auf meine Scholle. Und das ist natürlich die eigentliche Ursache dieser Revolution, die zuerst als Brotrevolte Ende Februar, Anfang März entstanden ist, aber innerhalb von wenigen Tagen am nächsten Tag schon in einen Generalstreik und dann in eine allgemeine Volksrevolution umgekippt ist. Das heißt, Russland war einfach reif, es war sozusagen politisch verrottet, ökonomisch rückständig, sozial von Gärung irgendwie ergriffen, und das brach sich dann eben in diesem Krieg, als das klar war, dass dieser Krieg zu Ende geht, brach sich das Bahn, und daraus entwickelte sich eine unglaublich breite Dynamik, die nur teilweise von den politischen Kräften dann eben in Griff bekommen wurde. Das ist eigentlich, würde ich mal so sagen, die Rolle des Vorkriegs Russlands, die hier eine ganz große Rolle spielt. Das sind die indigenen Ursachen. Aber es ist eben nicht nur eine nationale Revolution, sondern man muss das wirklich auch im Kontext dieses Ersten Weltkriegs sehen. Diese Unmutsäußerungen, diese Revolten sind am Ende des Weltkriegs an allen Fronten, sozusagen an allen Ländern ausgebrochen. Das deutet schon darauf hin, dass es hier auch einen internationalen Zusammenhang gibt, der dann wirklich wichtig wird im Laufe der weiteren Revolution. Nun gibt es zum Beispiel einen Satz, der geprägt wurde von einem Historiker, der sinngemäß sagt, dass eigentlich alle Gesellschaftsformationen der Geschichte in Russland Anfang des 20. Jahrhunderts zu finden waren, und zwar gleichzeitig vertreten waren. Das war Richard Lorenz. Was waren denn 1917 konkret die Konfliktlinien? Wer stellt sich da gegen wen? Wer bekehrt da wie auf? Mit was für Konsequenzen? Ganz konkret muss man sich das eben in einer relativ klassischen Art und Weise vorstellen. Im Kontext solcher Kriege, die Mehrheit der Bevölkerung hungert, hat keine Perspektive mehr, sieht, dass der Krieg verloren ist, dass das nur zu ihren Lasten geht, und in so einer Situation der materiellen und psychologischen sozusagen Verelendung gehen irgendwann die Leute entsprechend auf die Straße, und das ist hier passiert am Internationalen Frauentag, wo zuerst eben die Frauen gesagt haben, wir wollen Brot, wir wollen endlich Frieden, wir wollen nicht weiter hungern. Und das passiert ja häufiger, aber eben die Verhältnisse waren in diesem Sinne reif, sodass das eben, wie ich schon sagte, weiterging, dass sich sofort am nächsten Tag
die großen Arbeiterschichten der großen Industrieanlagen in Petrograd, da reden wir jetzt nicht von Hunderten, sondern von Zehntausenden, die dann wirklich auf die Straße gegangen sind und einen Generalstreik gemacht haben mit den klassischen Forderungen. Auf Schluss mit der Monarchie, Schluss mit dem repressiven Regime, wir wollen Brot, wir wollen Land haben, wir wollen endlich die alten Reformen, die wir nie gehabt haben, soziale Reformen. Und wir wollen natürlich eine politische Demokratie, wir wollen politische liberale Freiheiten. Das ist die Logik. Und in Russland war es eben so, es gab keine wirklich breite zivile Opposition, die da sofort hätte sagen können, das machen wir, sondern das waren nur relativ kleine Schichten. Und da entfaltete sich diese Dynamik, wo dann eben sowohl die liberale Opposition, aber eben auch schon die sozialdemokratische und auch diese sozialrevolutionäre, das ist so eine Bauerntradition der Volkstümler in Russland, die gesagt haben, so wir mischen hier natürlich mit bei dieser Revolution, wir wollen sie weitertreiben, wir wollen den Zaren stürzen, wir wollen endlich das machen, wovor Russland objektiv gesehen stand, nämlich eine klassische bürgerliche Revolution mit den großen Fragen der Agrarreform, der politischen Liberalisierung und nicht zu vergessen der nationalen Befreiung. Russland war ja ein Vielvölkerstaat und die meisten dieser Ethnien und Nationen wurden entsprechend unterdrückt. Also dieses hat sich einfach dann sofort breitgeschlagen und der Zar ist innerhalb von 2 Tagen, ist diese 300-jährige zaristische Adelsherrschaft gestürzt worden. Und dann entstand eben, das ist das Besondere an dieser Revolution, ein politisches Vakuum, weil es sozusagen nichts Neues gab. Und dann bildete sich auf der einen Seite eine liberale, provisorische Regierung, die Reformen versprochen hat, auch Reformen versprach, wie ich sie skizziert habe, aber weil sie im Teil des liberalen Bürgertums war, daran festgehalten hat und festhalten wollte, dass man den Krieg zu Ende führt. Man war ja immer noch im Krieg. Und dann gab es auf der anderen Seite die Arbeiter und Soldaten, die eben eigene Organisationsformen entwickelten. Politische Parteien waren ja hatten ja keine große Tradition, die waren ja illegal. Und hier wurde sozusagen in dieser klassischen Räteform, die da hochkam, eine eigene Gegendemokratie gelebt von Soldaten, von Proletariern, aber dann auch dann bald auch schon von Bauern. Und die haben eben sich selbst zusammengeschlossen und haben sozusagen dafür gesorgt, dass hier eine komische Situation von Doppelherrschaft entstand und die sich gegenseitig paralysierte. Aber entscheidend ist eben, dass diese Reformen, auf die eigentlich die gesamte Opposition orientiert hatte damals, von der provisorischen Regierung zwar versprochen, aber eben nicht umgesetzt wurde, weil sie eben sagten, wir können das nicht während des Krieges machen, wir müssen erst den Krieg zu Ende führen. Und dadurch, durch die Enttäuschung, die damit entstand, brach sich die Radikalisierung halt Bahn in den nächsten Monaten und es ging hin und her und es war eine Pattsituation, wo dann im Sommer einfach auch innerhalb der Linken sich die Verhältnisse polarisiert haben und dann eben ein Teil der Sozialdemokratischen Partei, diese Bolschewiki unter Lenin und dann auch Trotzki, gesagt haben, wir stellen uns jetzt vorbehaltlos auf die Seite dieser radikalen Bauernbewegung, dieser radikalen Arbeiterbewegung. Wir treiben die Revolution weiter, obwohl auch wir eigentlich denken, dass Russland vor anderen Aufgaben steht, aber wir treiben die Revolution weiter, damit wir endlich zu diesen Reformen kommen. Das ist die Dynamik, die im Jahr 1917 stattfindet. Und das ist auf der einen Seite also eine politische Polarisierung und auch Spaltung und Polarisierung in der Opposition und auf der anderen Seite ein unglaubliches Umsichgreifen von radikalen Massenbewegungen über ganz Russland, vor allen Dingen natürlich Bauernbewegungen, Bauernrevolten, die gesagt haben, wir holen uns, wenn wir jetzt nicht die Reform kriegen, wenn wir unser Land nicht kriegen, dann nehmen wir es uns einfach, dann vertreiben wir die Gutsbesitzer vom Land. Und die Arbeiter haben gesagt, wenn hier nicht keine Reformen gibt, dann kontrollieren wir die Leute im Betrieb, die Unternehmer, und dann machen wir eine Arbeiterkontrolle und dann geht alles nach unserem Gustus. Und so ist sozusagen hier eine an sich bürgerlich-demokratische Revolution sehr schnell in eine proletarische Revolution, in eine Bauernrevolution übergeglitten. Und die Bolschewiki waren eben diejenigen, die dann zusammen mit den linken Sozialrevolutionäre, das ist eben ein anderer Teil dieser Opposition, gesagt haben, so, wir stellen uns jetzt an die Front dieser Revolte, dieser Revolution. Wir orientieren darauf, alle Macht den Räten, wie es damals hieß. Wir versuchen einfach eine Arbeiter- und Bauernregierung in der Hoffnung, dass wir dadurch auch eine Auslöserfunktion haben für die sozialistischen Revolutionen in Westeuropa, auf die alle gewartet haben am Ende des Krieges. Und dann hat man gesagt, wenn man das schafft, wenn man da sozusagen einen Prozess
einer europäischen, einer quasi Weltrevolution in Gang setzt, dann schafft man es eben auch selber mit der eigenen Revolution weiterzugehen, weiterzutreiben und eben über die eigentlich bürgerlich-demokratischen Ziele hinauszugehen, auch hin zu sozialistischen, zu proletarischen, zu Bauernformen der Revolution weiterzutreiben. Das ist die Entwicklung des Jahres 1917, vor allen Dingen im Sommer und im Herbst, die sich da entfaltet. Genau, und indem du gerade eben dieses halbe Jahr zusammengefasst hast, zwischen Februar 1917 und Oktober 1917, hast du ja auch schon einige politische Akteure genannt und einige gesellschaftliche Gruppierungen, die in dieser Gemengelage eine Rolle gespielt haben. Das alte Zarenregime auf der einen Seite, auf der anderen Seite sowas wie ein liberales Bürgertum, das vor allen Dingen die provisorische Regierung geprägt hat und zuletzt Bauernaufstände, Bauernbewegung und Arbeiterbewegung. Nun hast du auch schon angedeutet, dass es auch innerhalb der Arbeiterbewegung quasi unterschiedliche Gruppierungen gegeben hat. Und es sind ja dann gerade die Bolschewiki gewesen, die sich eben an die Spitze dieser Revolution gestellt haben, wie du das auch gesagt hast, und die ja dann quasi federführend auch für die weitere Entwicklung nach 1917 gewesen sind. Um das zu verstehen, wie würdest du denn die Bolschewiki in diesem Zusammenhang charakterisieren? Also wo kommen sie her? Was haben sie in dieser Situation für Vorstellungen, für Ziele? Die Bolschewiki sind ein Teil der internationalen Sozialdemokratie der damaligen Zeit. Die Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg war ja nicht zu vergleichen mit der, was wir heute unter Sozialdemokratie verstehen, sondern war ja eine sehr radikale soziale Bewegung, die auf die Arbeiterschaft, auf die radikale Tradition der Arbeiterschaft setzte. Und genauso wie es in Westeuropa sozusagen vor dem Ersten Weltkrieg schon eine latente Spaltung dieser sozialdemokratischen breiten Massenbewegung gegeben hat in, wie es damals hieß, Reformisten und auch Revolutionäre, also in Deutschland Eduard Bernstein, Kautsky, wenn man die Namen kennt, oder Rosa Luxemburg auf dem linken Flügel. Genauso hat es eine latente Strömungsspannung oder Teilung auch in Russland schon gegeben, innerhalb dieser sozialdemokratischen Partei, die sehr, sehr umfangreich dort war. Und das waren auf der einen Seite die sogenannten Reformisten, also die Menschewiki, die Mehrheit, die eben weiter daran festgehalten haben, wie auch vor 1914, in Russland ist eigentlich nur eine bürgerlich-demokratische Revolution möglich, also müssen wir ein Bündnis mit dem liberalen Bürgertum machen. Mehr können wir nicht tun in Russland. Das war die Position der Menschewiki. Die Bolschewiki als radikale Sozialdemokraten waren konfrontiert mit der Erfahrung, dass das liberale Bürgertum aber eben diese Revolution nicht machen wollte. Das war schon 1905, 1906 im Ende der ersten Revolution sehr deutlich. Da haben sie sich verbündet mit der Monarchie, mit Teilen der Monarchie. Und diese Bolschewiki haben daraus die Konsequenz gezogen, wir machen zwar eine radikale bürgerlich-demokratische Revolution, aber wir treiben die so weit, dass wir uns nur auf Arbeiter und Bauern stützen. Also sie waren sozusagen ein radikaler Flügel, der eine andere strategische Antwort auf diese Besonderheit in Russland gegeben hat. Und diese latente, die vor 1914 noch relativ latent gespalten war, also es gab immer noch eine gemeinsame Partei, aber die Einströmungen waren schon klar, das bricht sich dann 1917 eben Bahn, als klar wird, dass nun auch die Menschewiki, die nun Teil auch der provisorischen Regierung werden, mit Teilen der Sozialrevolutionäre, die eben weiterhin diese Reformen hinauszögern, wo die Bolschewiki sagen, so jetzt müssen wir auch gegen Menschewiki und auch gegen Sozialrevolutionäre und andere Linke, so sie denn nicht für Reformen sind, entsprechend Partei ergreifen und diese Revolution weitertreiben. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt der, dass Lenin, nicht nur Lenin, aber vor allen Dingen Lenin auch vorher schon in seinem Exil sich Gedanken gemacht hat über den neuartigen Kapitalismus der damaligen Zeit und eben darauf gekommen ist, dass man Russland eben nicht isoliert betrachten kann, dass Russland Teil eines internationalen europäischen Netzwerks von imperialistischen Staaten und Ländern ist. Und wenn in Russland etwas passiert, hat das Konsequenzen eben auch im Westen. Und so hat er quasi die russischen Verhältnisse verbunden mit den westeuropäischen in der Hoffnung, wie ich schon sagte, wenn man in Russland zu einer Revolution kommt, schafft man eine Katalysatorfunktion eben auch für den Westen und damit kann man dann eben auch eine radikalere, über die bürgerlichen Verhältnisse hinausgehende, eben proletarische oder sozialistische Revolution in Gang setzen. Dafür stand eigentlich Lenin und dafür stand auch Trotzki, der lange Zeit nicht in der bolschewistischen Strömung war, aber trotzdem um sich herum eine gewisse Gruppe von Leuten, wichtiger Leute versammelt hatte. Dafür standen eben aber auch Teile dieser linken Sozialrevolutionäre und so, das muss man, denke ich, nochmal betonen,
war die Oktoberrevolution, also die Machtergreifung im Oktober auf dem gesamtrussischen Arbeiterrat, dann nicht nur eine Sache der Bolschewiki, sondern eben auch eine Sache der linken Sozialrevolutionäre, einer vergleichbar großen Partei, die dann auch kurze Zeit später eine Koalitionsregierung gemacht haben. Das ist aber erst im Jahre 1918, ein halbes Jahr später, ist das gescheitert aufgrund anderer Sachen. Da haben wir es dann mit dem Bürgerkrieg und mit dem Brest-Litowsker Friedensvertrag zu tun. Also, aber ursprünglich war diese revolutionäre Machtergreifung im Oktober keine Sache nur der Bolschewiki, aber es war natürlich vor allen Dingen Lenin und die Bolschewiki, die das vorangetrieben haben. Die Bolschewiki, die haben sich ja auch dezidiert ein anderes Programm gegeben als die bürgerlich-liberalen Revolutionäre. Da ging es ganz wesentlich um die Eigentumsfrage, ja. Und das hat ihnen letzten Endes auch zur Durchsetzung verholfen, nämlich indem sie sich ja, wie du es selber gesagt hast, auf die Seite der Arbeiter und Bauern gestellt haben. Die Enteignungen waren ja im vollen Gange im Oktober 1917. Die Bolschewiki waren die Partei, die quasi das auch zu ihrem Programm gemacht haben. Im Gegensatz zu den Liberalen, die ja den Krieg nicht beenden wollten, weil sie immer noch den patriotischen Sieg vor Augen hatten und weil sie eben auch diese Eigentumsfrage ganz anders angegangen sind. Jetzt haben sich die Bolschewiki im Oktober 1917 durchgesetzt. Vor welchen Problemen standen sie denn dann im Anschluss? Stichwort Bürgerkrieg. Ja, es gab gleich von Beginn an den Versuch natürlich von zaristischen Oppositionellen sozusagen aufzubegehren gegen dieses neue Regime von Arbeiter- und Soldatendeputierten, was sich da gegründet hatte. Und auch kleine Teile der Menschewiki und Sozialrevolutionäre sind sofort in eine bewaffnete Opposition gegangen. Alle diese Sachen sind aber Ende 1917 sehr schnell niedergeschlagen worden. Also das war nicht unmittelbar eine dauerhafte Folge. Die besondere Wende, die sich dann entwickelt hat, war im Frühjahr 1918. Und das ist in der Tat, das hängt damit zusammen, dass die Bolschewiki und die Machtergreifung im Oktober einen wesentlichen Punkt hatte im Dekret über den Frieden. Das heißt, man hat den kriegführenden Mächten eben diesen Krieg angeboten. Keiner ist von denen darauf eingegangen. Man hat nur mit Deutschland verhandelt. Deutschland hat ihnen harte Bedingungen diktiert. Und die haben es erst abgelehnt, die neue Regierung, dann ist Deutschland interveniert, einmarschiert, dann wurden die Bedingungen noch härter und dann kam es zum sogenannten Diktatfrieden von Brest-Litowsk, was man sich einfach gegenwärtigen muss, dass Russland, das neue Sowjetrussland dort, einen Großteil seines Landes und seiner Leute einfach abgeben musste. Das heißt, die Ukraine, die sogenannte Kornkammer, war nicht mehr Teil Sowjetrusslands. Die baltischen Staaten waren nicht mehr Teil Sowjetrusslands. Der Kaukasus, die Bergbaugebiete, waren nicht mehr Teil Russlands. Das heißt, man verlor auf 50% der ökonomischen Industrie, man verlor damit 50% der Arbeiter. Also es war ein unglaublich harter, einschneidender Diktatfrieden. Und der führte dazu, dass nun alle Oppositionellen sich wieder regten und sagten, das ist unsere Chance, jetzt können wir die Bolschewiki stürzen. Und eben auch die linken Sozialrevolutionäre haben dann gesagt, dieser Diktatfrieden ist nicht unser, wir müssen Krieg führen gegen das reaktionäre Deutschland und wenn die Bolschewiki das nicht machen, gehen wir auch in die Opposition. Das heißt, hier entfaltete sich aufgrund dieser Wende in der Friedensfrage und eben ein Bürgerkrieg, der sowohl von innen geführt wurde als auch von außen. Es war so, dass sämtliche westeuropäische Staaten im Laufe des Jahres 1918 nach Russland interveniert sind. Selbst die USA hatten Armeen in Sowjetrussland. Das heißt, hier findet ein doppelter Bürgerkrieg statt, der nach allen Beschreibungen zu dem Grausamsten gehört, was man sich vorstellen kann. Also ein Kampf auf Leben und Tod, wo klar ist, entweder die oder wir. Dieser Bürgerkrieg, der dann zweieinhalb Jahre dauert, der führt eigentlich dazu, dass die Bolschewiki, die an sich ja eher zu den libertäreren, emanzipativeren Sozialisten gehören in der Tradition. Lenin hat Staat und Revolution geschrieben, 1917 ein Werk, was damals als anarchistisch verschrieben war, im Sinne der des Rätesystems. Aber hier im Bürgerkrieg beginnt sozusagen eine Wandlung und natürlich stark von oben Lenin, auch Trotzki, die sagen, wir können mit unseren radikaldemokratischen sozialistischen Konzepten, können wir keinen Bürgerkrieg gegen die ganze Welt gewinnen. Und das heißt, hier
hier kommt es zu einer autoritären Formierung, die eben lange toleriert wird, weil gesagt wird, wir machen das so lange, bis wir den Krieg gewonnen haben. Und dann kommen wir wieder zurück zu den Ideen des Oktober. Aber nach Ende des Bürgerkriegs war das Land ein Ungeheuer von Verwüstung und Armut. Und der Unmut hörte nicht auf. Und dann hat man eben aus diesem Provisorium dann 1921, 22 folgende begonnen, eine Dauersituation gemacht. Und diese autoritäre Formierung hat sich halt verselbstständigt nach dem Bürgerkrieg. Aber der Bürgerkrieg ist eigentlich der Punkt, wo einfach dieser Revolutionsprozess auch in den Subjekten, wie es vorhin Bini Adamczak gesagt hat, sich massiv verändert hat und plötzlich ganz andere Traditionen hineingekommen sind. Das war eigentlich Ende 1917 noch nicht der Fall. Das heißt, du würdest sagen, dass diese strenge Zentralisierung, dieses hierarchische Aufstellen des ganzen Staates eine direkte Folge des Bürgerkriegs war, somit alle libertären Ideen quasi hinweggeworfen hat. Es gibt in einem Buch, in dem jüngsten Buch von Alexander Kluge, eine schöne Stelle, ich zitiere das mal kurz, heißt es: Es berührt mich, sagt Alexander Kluge, dass Lenin im Jahre 1917 verliebt auf die hohen Wangen einer Volkskommissarin starrte. Er dachte, der Klassengegner hätte die junge Frau auf ihn angesetzt, um ihn zu verführen. In diesem Moment fiel ihm auf, dass er zum Verfolgungswahn neigte. Das ist, so Alexander Kluge, eine Einsicht. Eine Massenproduktion von solcher Erkenntnis hätte die russische Revolution eventuell einen anderen Verlauf gegeben. Das zielt darauf hin, auf meine Frage, was für Momente von Erkenntnis oder von Einsichten fehlten denn, um diesen Prozess dieser Hierarchisierung, dieser Zentralisierung eventuell wieder stoppen zu können, als der Bürgerkrieg endete? Das ist das Kuriose oder das schwer zu Verstehende oder an dem, woran man sich natürlich als Sympathisant solcher Bewegungen auch den Kopf einschlägt, weil man feststellen kann, dass diese führenden Bolschewiki, die später zu dieser autoritären Formierung gegriffen haben, genau wussten, was sozusagen auf dem Spiel steht. Bukharin, einer der wichtigsten Vordenker und Propagandisten, sprach 1918, 19 ganz offen von einer proletarischen Militärdiktatur, die man im Bürgerkrieg errichtet, und hat massiv gewarnt vor Bürokratisierungstendenzen, vor Verselbstständigungstendenzen. Also das war gängige Einschätzung von fast allen Bolschewiki, dass diese Gefahr sozusagen vor ihnen steht, aber interessanterweise, sie konnten gegen diese objektiven Bedingungen des Bürgerkriegs nicht anders an, als mithilfe eines sogenannten Kriegskommunismus eben zu agieren. Und dann, als das eigentlich objektiv vorbei gewesen wäre, haben sie das diskutiert. Also es beginnt Ende 1919, dann im Jahr 1920 beginnen massive, breite Diskussionen zurück zu Formen der Rätedemokratie, die Auflösung der des Geheimdienstes Cheka wird gefordert, die Rückbildung der Roten Armee. Die Rote Armee war das autoritäre Organ. Also all dieses wird 1920 diskutiert, auch in der bolschewistischen Partei. Die anderen Parteien, linke Parteien, werden wieder zugelassen. Aber der Krieg hört nicht auf. Polen marschiert plötzlich ein und dann kommt Kronstadt. Kronstadt ist nur das Symbol für weitere breite Aufstände, wo einfach die Bevölkerung, die Bauern und die Arbeiter sagen, so Schluss mit diesem Kriegskommunismus, und wenn ihr damit nicht Schluss macht, dann eben auch Schluss mit den Bolschewiki. Das ist die Tendenz, und da sagen dann die Bolschewiki so, wir sind isoliert, wir sind international isoliert. Es hat im Westeuropa hat es Revolutionsversuche, Räteregierungen in den Jahren 1918, 1919, 1920 gegeben, massiv in Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien, Finnland, überall hat es das gegeben. Also in Gesinne hatten ihre Wette auf den Westen war Realität, aber 1920, 21 war all das kaputt. Also alle diese Versuche sind gescheitert und plötzlich war man alleine, und in dieser Situation als isolierter Staat mit einem verwüsteten Land, was nicht mehr ökonomisch funktioniert, was sozial nicht mehr funktioniert, da haben die Bolschewiki dann einfach gesagt, wenn wir sozusagen jetzt nicht politisch das fest in der Hand halten, dann sind wir selbst die Nächsten, die umgebracht werden. Und um das zu verhindern, haben sie natürlich dann diesen Weg gewählt. Sie haben es noch lange Jahre versucht, noch mindestens knapp ein Jahrzehnt haben sie versucht, diese politisch autoritäre Formierung zu ergänzen mit einer unglaublichen, sowohl ökonomischen als auch kulturellen Liberalisierung. Also die 20er Jahre sind ja ein unglaubliches Panoptikum an emanzipativen Ausbruchsversuchen in der Geschlechter- und Frauenpolitik, in der Bildungspolitik, in der Kunstpolitik, der Avantgardismus. All das findet erst in den 20er Jahren statt.
Hier gibt es immer noch diese emanzipativen Ansätze, aber es ist klar, politisch gibt es keine Liberalität mehr, einfach weil man damit konfrontiert ist, dass eine politische Liberalität unter den Bedingungen einer isolierten Revolution in dieser Form, in einem rückständigen Agrarland, in einem zerrütteten Agrarland, heißt, dass die Bolschewiki nicht nur von der Macht fliegen, sondern wahrscheinlich auch alle umgebracht werden. Und um das zu verhindern, hat man eben diese autoritäre Formierung dann eben weitergetrieben. Und in der Tat, der Kluge hat da natürlich recht, gerade Lenin, der einer der schärfsten Protagonisten der autoritären Formierung gewesen ist in den Jahren 1918, 19, schärfer als viele andere Bolschewiki, aber er hat das eben nicht gemacht, weil er selber ein autoritärer Knochen ist, sondern weil er dachte, er müsste das, weil das die Aufgabe der Geschichte ist. Er war durchaus in der Lage zu sehen, was er da trieb, und gerade am Ende 1922, 23, die letzten Arbeiten, wo er schon von Krankheit gezeichnet war, da gibt es Formulierungen und Gedanken, die sehr deutlich machen, dass er selber gemerkt hat, sie sind in einer Sackgasse gelandet, sie haben etwas gemacht, was sie so nicht wollten, und da beginnt die Überlegung, was macht man? Aber wie die Zufälle in der Geschichte nun mal auch laufen, Lenin ist kurz darauf gestorben, konnte nicht mehr eingreifen, aber es war in der Tat, der letzte Kampf, den er versucht hat, war nicht, und das ist kein Zufall, war natürlich die Nationalitätenpolitik eines Stalin zu verhindern, und er hat wirklich massiv mit ihm gebrochen, aber das hat sich eben nicht mehr politisch niedergeschlagen, dazu war er nicht mehr aktionsfähig. Aber hier haben wir dieses Phänomen, dass eigentlich gerade wie der Kluge das ja auch gesagt hat, wie andere Autoren das auch gesagt haben, dass eben diese Ironie der Geschichte ist, dass es gerade diese Männer waren, die ein Bewusstsein dafür hatten, was die Gefahren einer isolierten Revolution war. Das ist, dass sie eigentlich einen Staat ohne Polizei, Bürokratie und stehenden Herr wollten. Gerade die, führte dann trotzdem eben dazu, dass genau das umso stärker stattfand. Und das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man es wenn man es nicht nur rein national isoliert betrachtet, sondern wenn man die Konzepte im Kopf hat, die sie hatten. Sie haben auch in den 20er Jahren natürlich noch gehofft, dass die Hilfe von Westeuropa kommt. Sie kam eben aber nicht oder nur sehr teilweise. Und das hat natürlich das Schicksal dieser Revolution beeinflusst oder entschieden. Unabhängig von der Frage natürlich, was sie selbst dann später dazu beigetragen haben, dass diese Revolution sich nicht weiter ausgebreitet hat. Also da sind sie nicht ganz unschuldig, die Bolschewiki der 20er und vor allen Dingen der 30er Jahre. Aber das ist eben das objektive Dilemma, dass man eben eine sozialistische Revolution, eine proletarische, eine rätedemokratische Revolution kann man nicht auf der Grundlage von ökonomischer Rückständigkeit und von fehlender Produzentendemokratie machen. Das geht eben nicht. Und dann, wie es so früher hieß, entartet halt eine solche Revolution. Relativ zwangsläufig, es sei denn, kommt Hilfe von außen. Du hast jetzt also wesentlich angemerkt, dass die autoritären Tendenzen in Sowjetrussland aus dem Bürgerkrieg resultieren. Jetzt ist ja aber so, dass die realsozialistische Herrschaft 80 Jahre lang in Russland währte und auch in anderen Teilen der Welt nach der Niederringung des Faschismus einige Jahrzehnte und sich ähnlich autoritär, paternalistisch ausprägte. Ja. Gibt es vielleicht auch jenseits dieses revolutionären Ursprungs, eine Revolution ohne Gewalt und ohne vernünftige Organisation ist halt auch schwer vorstellbar, gibt es denn jenseits davon im Programm der Sozialisten vielleicht auch Gründe dafür, warum der Staat für die Leute im Realsozialismus genau das war, was er eben war? Man darf nicht den Fehler machen, das zu sehr zu enthistorisieren oder in jedem sozialistischen Programm, zumal in den damaligen, gab es solche und solche Aspekte. Und ich habe es schon angedeutet, es gab ein sehr radikaldemokratisches Programm oder Wende bei Lenin mit Staat und Revolution. Also er hatte durchaus die positiven Elemente, auf die man heute vielleicht auch sich stützen würde, einer direktdemokratischen, basisdemokratischen Sache. Das war durchaus ja in den Programmen drin, aber es war natürlich eben auch andere Aspekte drin in den Programmen. Und es hängt dann nicht selten eben auch von den entsprechenden, den berühmt-berüchtigten Umständen ab, was sich da durchsetzt.
Also das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Man findet der Viktor Serge, einer der, finde ich, immer noch der interessantesten Autoren, der selbst aus dem Bolschewismus kommt und dann ein scharfer Kritiker wurde, hat das sehr auf den Punkt mal gebracht, dann in den 30er Jahren, dass im Bolschewismus oder in dieser Form der autoritären Sozialdemokratie war eben beides drin. Da war sowohl das radikal-demokratische, radikal-emanzipative drin, eben als auch das Autoritäre. Und man findet beides auch durchaus früh. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das eine oder das andere sich zwangsläufig hat durchsetzen müssen, sondern da muss man halt immer auf die gesellschaftlichen Umstände und die historischen Umstände genauer schauen. Insofern finde ich, hätte ich Probleme mit einer Einschätzung, die, wie das heute natürlich sehr weit verbreitet ist, quasi im Bolschewismus schon ursprünglich eben diese Entwicklung angelegt sieht. Es finden sich diese Elemente natürlich, aber es finden sich eben auch vollkommen die gegenteiligen Elemente. Und man darf nie vergessen, dass ein Großteil oder ein nicht unwesentlicher Teil der Opfer gerade der 20er und dann der 30er Jahre des neuen stalinistischen Regimes waren natürlich die alten Bolschewiki. Also das waren die ersten politischen Opfer, die auch mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, weil sie auch sich dann dagegen gewehrt haben. Also es ist nun nicht so, dass die Bolschewiki der Ende der 30er Jahre dieselben gewesen wie 1918. Das waren vollkommen andere Leute. Also auch hier hat etwas grundlegender Wandel stattgefunden und man kann das nicht eins zu eins umsetzen, sondern das ist ein Revolutionsprozess, der dann einfach in was anderes übergeht. Und das ist, denke ich, ein Punkt, den man da auf jeden Fall stark machen muss.